Also bei Angela Merkel, wenn die gehackt wird, glaube ich, sind wichtigere Informationen als auf dem Spiel, als wenn zum Beispiel mein Handy gehackt wird. Das Thema Daten und Datenschutz hat in den letzten Jahren noch mal ungeheuer an Gewicht gewonnen. Die meisten Unternehmen liefern uns ihre Angebote, ihre Dienste, ihre Apps ja nicht, weil sie so nette Menschen sind, sondern weil sie mit diesen Daten etwas verdienen können. Man speichert ja quasi alles nur noch im Internet und auf irgendwelchen Plattformen. Und ich glaube, dadurch ist eigentlich alles, was man auf seinem Handy hat, immer erreichbar für andere Leute und man kann immer darauf zugreifen. Früher, als wir nur Papier und Stift und große Aktenordner hatten, waren Informationen an einem Platz sicher. Heute arbeiten wir alle vernetzt in der Cloud, legen auf Smartphones, Tablets, Computern und in den Netzen, in denen diese Geräte agieren, unsere Informationen, unsere Daten ab. Manchmal verlieren ja Leute auch ihre Handys und dann, wenn das dann jemand findet, dann kann der auch alles von ihr sehen. Aber was ist mit persönlichen Informationen? Was ist mit Dingen wie zum Beispiel Bankverbindungen, Informationen über die Gesundheit von jemandem? Da, glaube ich, müssen wir noch eine Menge tun, um wirklich Datenschutz durchzusetzen an digitalen Endgeräten. Also meine Eltern sehen es sehr kritisch, wenn ich irgendwelche Fotos von mir zum Beispiel auf Instagram stelle oder so. Und sie sind da, also sie sagen, ja, das ist jetzt gefährlich, aber für mittlerweile sind die Schutzmaßnahmen schon ziemlich gut. Wenn ich eine App installiere, dann will sie bestimmte Rechte von mir haben. Will auf die Kamera zugreifen, auf das Mikrofon, auf die Kontakte. Und dann muss ich mich schon als Nutzerin, als Nutzer jedes Mal fragen, ist das wirklich notwendig? Will ich das einräumen? Oder muss ich entsprechende Zusatzprogramme installieren oder in modernen Betriebssystemen dann eben nach der Installation nochmal schauen, welche Rechte entziehe ich der App auch wieder? Angst hat man schon, aber jetzt nicht so, dass man jetzt so sagt, ich kann jetzt nichts mehr machen, weil jeder könnte es herausfinden. Diese Gefahr besteht halt immer. Wenn wir irgendwann in einer Welt leben, wo alles über uns bekannt ist, sagen Studien, werden wir unsere Freiheit ein Stück weit aufgeben. Wir werden nicht mehr so kreativ, nicht mehr so innovativ sein, vielleicht auch nicht mehr über die Stränge schlagen, weniger ausprobieren, weil immer die Gefahr besteht, irgendjemand merkt das, zeichnet das auf, beobachtet uns. Für Eltern, Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer ist wieder die Frage, am besten gemeinsam mit Kindern schauen, was hast du installiert, was will die App für Rechte, ist das gut? Und so durch Vorbild einerseits, aber eben auch durch konkrete Hinweise Einfluss zu nehmen, damit Kinder auch geschützt und gut mit digitalen Medien umgehen können.